Hallo meine Freunde und willkommen zurück mit dem Deutschen Reich oder Kaiserreich. Wir schreiben den 17. Oktober 1918 und wie man hier sehen kann, es ist schon einiges von der Weltkarte aufgedeckt. Hier sind noch drei kleine Nationen, die wir möglicherweise noch auslöschen wollen. China, gute Frage, ob wir das auslöschen wollen. Ich wäre jetzt noch nicht so dafür. Wo haben wir denn die Third Navy? Ach, die haben wir hier stehen. Wie lange würde das dauern? Oh, viel zu lange. Wahrscheinlich ist da die Infrastruktur auch... Naja. Oh. Ja. Ja, wir können ja einfach die Franzosen da abschneiden. Ist das dein Ernst? Okay, also wenn das nicht klappt, dann werde ich... Ach, unsere Partisanen sind da. Und die Infrastruktur ist zu niedrig. Oder ist sie hier auch zu niedrig? Dann bauen wir sie doch einfach aus. Wir haben ja einigermaßen was an Produktion und spätestens... Naja, ich weiß nicht, ob das noch in der letzten Aufnahme drin ist, ich glaube nicht. Ich habe nämlich offscreen mal ein bisschen was angefangen zu bauen. Das ist eine gesamte Armee an Infanteristen, die... Ich glaube, ich habe die so aufgebaut, dass... Ja, so müsste ich die aufgebaut haben. Und das hier ist eine ganze Armee davon. Ja. Und die werden wir dann als Landungsarmee in Kanada und den USA verwenden. Ach ja, währenddessen gibt es hier ja auch noch Bombardements. Und Bolivien wurde akzeptiert. Nun ja, das ist nicht unbedingt sehr gut. Aber durch die logistischen Bombardements können wir schön... Okay. Was haben die? Royal Canadian Air Force, würde ich mal sagen. Hier kommen auch noch einige. Und der hier sollte sich mal dahin strategisch verlegen, einfach weil er dann wieder Kontakt zu denen hat. Und die Truppen hier kann ich ja einfach mal einen angreifen lassen. Und zweitens. Und drittens. Okay, jetzt flüchten, die heißt, ja. Ist zwar ein Siegpunkt, was? Ach, wir haben da zwei. Die werden direkt angegriffen und verlieren anscheinend auch.
Dann können die ja noch mal da kurz was abwerfen und ja. Jetzt müssen die auch wieder zurück nach ins Heimatland, denn das hier werden wir nicht halten. Da haben wir es schon verloren. Die kommen 24. Oktober. Oh, das kann alles noch so dauern. Gerade hier 18. November. Naja. Eine Garde und eine Infanterie da. Und eine Infanterie da. Und die letzte da. Oh, siamesische Partisanen. Ich glaube nicht, dass ich den Siam freilassen kann, oder? Nein, das wird nicht so schnell funktionieren. Ich hätte vielleicht hier mal auch etwas ändern sollen an den Menschen, aber naja. Und die werden direkt angegriffen. Tja. Die dritte Navy kann erstmal dahin und sich über den Sieg freuen. Denn in Neuseeland zu landen, das hilft uns doch schon mal stark. Jetzt, dann haben wir einfach keine Nation mehr, die am Arsch der Welt uns noch nerven. Und das stimmt auch und passt auch. Oh. Infrastruktur sieht da einfach viel zu niedrig aus. Da würde ich mich gerne strategisch hinverlegen. Ja. Wirklich viel werden wir ja auch nicht machen können. Hier sind noch immer die ganzen Truppen zur Küstenverteidigung aufgestellt. Einfach im Fall einer möglichen Invasion von irgendwelchen Nationen, die noch übergeblieben sind. Was zwar sehr unwahrscheinlich ist, aber auch vorkommen kann. Dann sollte ich aber auch nicht vergessen, die hier zu transportieren. Und in Neuseeland nachzugucken, wie das so aussieht. Ja, die werden jetzt vernichtet. Nein! Sie flüchten hierhin. Das ist einigermaßen gut, weil es heißt, dass wir da immer flüchten könnten oder so. Aber auch schlecht, weil die Kanadier jetzt hier rüber dann kommen können. Ach, da ist wieder was bei den Flugzeugen verbessert worden. Okay. Und in Neuseeland sieht das dann auch sehr gut aus. Die Franzosen da flüchten noch. Und der Siam hat sich wieder aufgebaut. Ach ja. Mhm.
Unsere Blaupausen wurden gestohlen. Nein, Puppet. Und das passt auch soweit, wenn daraus Marionetten gemacht werden. Ja. Zerstörer. Oh. Ja, unsere Offiziere, es geht wieder. Langsam aber sicher wird das Ganze schon. Die sind zwar alle weit entfernt von ihren eigentlichen Haku. Komm schon. Und hilf ihm mal. So. Die können von mir aus alles produzieren, was sie wollen. Ich brauche es sowieso nicht. Ja. Neuseeland wird das auch nicht lange durchhalten. Vor allem hätte ich gerne noch ein paar Spione, die das hier machen. Diplomatie habe ich so massiv Sprachfehler schon wieder. Toll. Ich kann jetzt wirklich mal das, was ich an Politik da raushaue. USA, Persien, Tibet, Yunnan. Bei den USA kann ich jetzt aufhören. Persien, Brasilien. Ja. Bei Brasilien würde ich gern weitermachen. Und bei Persien hier. Also im asiatischen Raum versuche ich erstmal Verbündete zu finden. Und Paraguay ist in der Entente. Aber ich werde vorerst mal nichts machen, denn ich möchte zuerst Neuseeland und Australien weghaben, bevor ich auf die USA Zugriff erlangen werde. Tja. Komm schon, das ist nur ein Haku? Ja. Und jetzt kommen die. Wenigstens haben wir sie lang genug weghalten können. Aber die werden es auch nicht unbedingt schaffen, in unser Gebiet einzudringen hier. Ach, hier die Armeen könnte ich dann langsam auch mal wieder aufstellen. Könnte ich... ich möglicherweise langsam mal machen. Tja. Ja. So, hier verteile ich mich hart. Ne, 30. Dezember, das ist viel zu lang.
Die müssen jetzt auch, ja, die sind viel besser als die neuseeländischen Truppen. Hier erstmal angreifen. Russische Nationalisten, genau das meinte ich. Genau das. Fünf Korps in der 4. Armee, so. Dann schicke ich ein Korps direkt mal dahin. Ein Korps dahin. Scheiße. Ja, ich hab's zerstört. 4. Armee. Warte, was? Oh Gott. Das Armeekorps bewegt sich dahin. Das Armeekorps bewegt sich dahin. Und alle anderen auch, ja. Das will ich nicht, heißt, ich bewege das mal dahin. Das mal dahin. Und das Third Core mal dahin. Jetzt bewegen die sich alle ein bisschen unterschiedlich und verteilen sich da schön. Und das sollte ich auch hier unten noch machen. Das zweite Armeekorps. Das dritte Armeekorps. Und das erste Armeekorps. So. Hier können die Kanadier auch noch immer nicht durch unsere Verteidigungslinie hindurch. Das wird nichts bringen. Nein, 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 das macht nichts. Ah. Jetzt werden die wahrscheinlich gleich da unten angreifen und ja. Meine Infanterie da wegbringen. Ich werde die Schlacht gewinnen, aber ich weiß nicht, wie gut sie ausgehen wird. Tja. Nee. Die ist eh schon um die Schlacht. Sind da überhaupt zwei Spione? Ja, Technologie, nee. Mach mal die Offiziere weg und mehr auf Spione. Weil das brauche ich jetzt einfach. Die laufen immer noch und können da auch jetzt noch eine Stunde laufen. Immer mal speichern, bevor dann wirklich ein Absturz kommt. Au. Das ist erobertes australisches Gebiet jetzt. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht sehr schön. Ja. Wann kommen die an? 18 Uhr heute, 1. Dezember. Und damit sind sie da und ich kann sie schon mal strategisch verlegen. Weil dann kommen sie viel schneller da unten an und können mithelfen. Wirklich was Schlechtes kann ich jetzt nicht sagen. Die sind letztendlich angekommen. Und wo habe ich meine Schiffe da? Warte, was? Da habe ich meine Schiffe.
Was zur Hölle geht? Ach so, das ist. Einfach weil es über der Map ist, ja. Und damit. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es ist der 8. Dezember schon. Ich weiß nicht, wann das Spiel genau endet. Alles, was ich weiß, ist, dass es noch dauern könnte, bis wir wirklich einen 100%igen Sieg über alle Alliierten haben. Und ja. So.